Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog hier auf meinem Kanal. Es sind heute noch 3 Tage, hat mir meine Countdown-App gerade angezeigt. 3 Tage. Es ist alles noch ruhig. Ich dachte ja heute Nacht mehrfach, es geht los. Weil Calvino gestern Abend gesagt hat, er glaubt, heute Nacht geht's los. Und ich hatte ja gestern Abend so ein paar Senkwehen. Jetzt habe ich auch gerade eine, dann ist halt der Bauch enorm hart und es zieht sich alles so zusammen. Ist wie so ein Krampf im Bein, nur halt im Bauch, würde ich sagen. Aber ja, ich kann mich noch unterhalten, also ich kann halt mit euch weiterreden. Ich muss da jetzt nichts veratmen oder so und deswegen ist das jetzt für mich auch nicht so, dass ich da sagen würde, macht euch alle bereit, es geht los oder so. Also, ja. Baby geht's gut, es bewegt sich. Ich bin schon einige Zeit wach. Halt so mittelmäßig geschlafen. Ich konnte immer wieder einschlafen. Ich war aber gefühlt 20 Mal wach und auf Toilette und sowas alles. Bernd ist ausliefern. Calvino hat Homeschooling. Jetzt hat er gerade Pause, glaube ich. Und ich wollte eigentlich im Wintergarten die Fenster heute putzen. Da ist noch Schneespray dran, aber ich habe absolut keine Lust. Ich weiß nicht, vielleicht nachher. Dann wollte ich heute einen Kartoffelgratin kochen und dazu gibt es Brokkoli und Blumenkohl. Und was hatten wir noch? Ach so, heute ist bei uns an der Haustür die Türklinke kaputt gegangen. Also die macht seit Tagen schon so Probleme. Man hat halt an Also von der Innenseite vom Haus hat man halt eine Klinke zum Runterdrücken und von der Außenseite halt nicht. Da ist halt nur so ein zum Zuziehen, so ein Griff ohne Klinke. Und dieses Ding, was in die Zarge reingeht, damit die schließt, das war halt irgendwie locker oder schief oder keine Ahnung. Hat der Bernd das Schloss heute Morgen ausgebaut und wir brauchen ein neues Schloss. Aber die Baumärkte sind ja zu. Also haben wir jemanden gefragt, der da reinkommt und ja, dass wir heute noch ein Schloss bekommen. Ja, ich hoffe, Bernd bringt nachher eins mit, ein Schloss, schauen wir mal. Und dann können wir ein neues Schloss installieren. Ansonsten haben wir halt die Haustür offen. Ja, womit man sich im Lockdown alles beschäftigen muss, ne? Dann hat man einfach kein Schloss. Und ich will jetzt, oder wir wollen jetzt halt nicht den Schlüsseldienst rufen, der uns ein neues Schloss hier für 600 Euro einbaut. Nur weil die Baumärkte zu sind, ne? Ist ja auch ein bisschen doof. Es geht immer alles irgendwie zur Not. Hätten wir es halt jetzt bei Amazon bestellt, ne? Dann wäre es halt morgen oder übermorgen da, aber wir hätten es halt gerne heute fertig, so ein Schloss. Insgesamt. Hat der Bernd einen privaten Berater gehabt? Ja, ich frage immer so gerne da. Bitte? Ich frage immer so gerne. Ja, das stimmt. Das machst du wirklich gerne, ja, ne? Dafür sind die Mitarbeiter ja da, um zu beraten. Ja, aber die meisten haben gar keinen Bock zu antworten. Ist mir egal. Ich hasse das. Ich suche immer lieber länger selber, als dass ich da jemanden frage. Ja, ich frage Frau Gede noch. Weil dann geht es wesentlich schneller und ich habe sofort das, was ich brauche. Betty, was hast du da? Irgendwas gefunden. Irgendwas hier. Egal. Ach, sein Spielzeug. Ich krieg's nicht besser hin. Ist ja egal, Hauptsache die schließt. Ganz leicht. Siehst du das Spiel? Ja, mich stört's nicht. Mich aber. Jedes Mal. Egal. Hauptsache, die schließt. Für Olivia. Ah, nee. Elvira. Die hat noch was drunter gehabt beim Frank. Da war sie jetzt traurig. Jetzt ist sie schon gefreut. So, wir haben 12 Uhr. Ich fahr weiter. Du fährst weiter. Ja. Um 13:45 gibt's Essen. Ich hoffe. Ich habe jetzt hier Kartoffelgratin schon drin. Du musst halt nur Blumenkohl und Brokkoli mitbringen. So, ja, fahr ich nochmal. Oder ansonsten haben wir halt hier die letzten Böhnchen für Türchen. Das ist deine, da hat Calvino sich ein Stück von abgeschnitten. Ja, den mal eben ausmachen, sonst hört ihr mich so schlecht. Ich war jetzt mit dem Smurfy spazieren.
Und als ich wieder reingekommen bin, hat das richtig lecker geduftet hier nach dem Kartoffelgratin. Ich wollte euch das mal zeigen. Das ist jetzt schon seit einer Stunde da drin. Das sind nur Zwiebeln, Kartoffeln, Sahne und Gewürze. Boah, das riecht so lecker hier. Ich habe es jetzt runtergestellt, das war auf 160 Grad und ja, ist jetzt eine Stunde schon drin. Eine halbe Stunde muss es noch, weil die Kartoffeln halt roh waren. Ach, dir riecht es auch lecker, ne? Die waren, oder sind, ich weiß nicht, ob sie jetzt nicht mehr roh sind, keine Ahnung. Jedenfalls waren die roh und dann lasse ich die immer ganz lange drin. Ihr habt gesehen, mit dieser Reibe, die wir haben, gehen die ganz, ganz dünn und ganz, ganz fein zu raspeln. Ich zeige euch die für alle die noch nicht kennen. Die Reibe. Hier, diese Reibe. Da hast du einmal raspeln, vier Scheiben. Das heißt einmal runter, einmal wieder hoch, acht Scheiben Kartoffel. Ganz fein geraspelt, den Gurkensalat und alles mache ich damit. Ja, echt super. Kann man auswechseln, gibt verschiedene Aufsätze. Und ja, das riecht so lecker. Und wie gesagt, das muss jetzt noch eine halbe Stunde, weil Calvin hat noch Homeschooling und Bernd ist auch noch unterwegs. Und jetzt so nach dem Spazierengehen, auch wenn ich nicht so aussehe, fühle ich mich einigermaßen fit und habe jetzt gesagt, dann mache ich eben den Wintergarten, die Fenster, das Schneespray ab. Das sind nur drei Fenster, die ich dann da putzen muss. Und mache da auch diese Milchglasfolie dran, die wir hier auch haben. Weil ich nicht mag, wenn man da so reingucken kann immer. Ja, und unser Staubsaugerroboter darf jetzt hier weiter saugen. Es war gerade so schönes Wetter, dass hier so die Sonne richtig durch alle Räume geschienen hat. Das war richtig alles hell erleuchtet. Man hat zwar jeden Staubkorn gesehen, aber es war richtig, richtig schön. Und Bernd, Calvino und Smurfy sind jetzt nochmal eine große Runde laufen. Die haben gesagt, wenn es so schön ist, dann müssen wir das jetzt ausnutzen. Weil die nächsten Tage soll es echt ungemütlich hier werden. Also richtig kalt. Und das Schlimme bei der Kälte ist ja dann, wenn so der Wind richtig so peitscht. Und ja, deswegen wollten die jetzt nochmal ausgiebig spazieren gehen. Meine Kugel ist immer noch da. Livia hat sich auch ab und zu gemeldet. Und ich habe ab und zu auch Wehen. Aber immer noch nicht stark genug. Ja, was soll ich sagen? Egal. Auf jeden Fall hat die Hebamme wohl recht gehabt, dass wenn ich halt viel mache, das wusste ich ja auch vorher eigentlich schon, dass es fördert, dass ich halt so Wehen bekomme oder halt, dass das Baby runterrutscht oder wie auch immer. Weil heute war ich ja spazieren, ich habe Haushalt gemacht, dann habe ich die Fenster geputzt und nach dem Fensterputzen im Wintergarten, das sieht jetzt echt schön aus, wo die Weihnachtsdeko da ab ist, also ab ist er, aber der Schnee ist da ab auch, dieses Schneespray. Und danach ging es halt so richtig los mit diesen Senkwehen oder Übungswehen. Boah, sorry, ich bin so müde. Ja, also nicht aufgeben, weiterhin viel machen, nur wenn die jetzt die große Runde gehen, Bernd und Calvino und Smurfy, da wollte ich nicht mitgehen, das wäre mir zu viel gewesen, glaube ich. Man glaubt es ja kaum, ne? Ich habe mir vor nicht mal einer Woche die Haare gefärbt, ne? Und dann ist ja dieser Unfall passiert, dass es so scheckig geworden ist. Und guck mal, ich habe jetzt schon einen Ansatz, wie schnell das geht, ne? Dass die Farbe rauswächst. Unglaublich. Und ich werde, wenn das halt rauswächst, was weiß ich, sage ich mal hier so 3-4 Zentimeter, dann werde ich ein paar Strähnen nur hier so am Scheitel, am Kopf machen, dass das irgendwann wieder verschwindet, dieses enorme Blonde. Habt ihr euch schon daran gewöhnt? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch schon daran gewöhnt habt. Ich muss meinen Pony schon wieder schneiden. Den habe ich schon zweimal nachgeschnitten, seitdem ich den habe. Und trotzdem fusselt der mir in meine Augen. Ja, ich habe hier auf der Seite, da kommt immer der Fuß raus von ihr. Nicht immer, aber halt, wenn sie tritt. Dann fühlt man das richtig. Und auch den Popo, den fühlt man richtig. Mal ist er hier, dann ist er hier, dann tanzt das so hin und her. Unglaublich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so dass wir in ein paar Tagen hier wahrscheinlich schon ein Baby haben, ey. Unglaublich. Diese Kuschelzeit. Das ist so eine besondere Zeit, wenn das Baby da ist. So, als weiß ich nicht, als ob die Zeit stillsteht, so
es ist einfach, weiß ich nicht, total besonders die Zeit. Man lebt halt so mit diesem Baby in einer eigenen Welt, in so einer Zeitkapsel, weil man permanent wach ist oder nur so döst und immer nur denkt, so, was hat das Baby? Also so war es zumindest bei mir und Calvino. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt halt auch wieder so ist, dass man in der Zeitkapsel ist mit dem Baby, immer nur stillen, wickeln, wenn man halt wickelt oder abhalten oder wie auch immer, schlafen. Noch habe ich keine Schwangerschaftsstreifen. Heute ist ja, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag. Heute ist 39 plus 3. Ja. Und ich habe noch keine Streifen, aber heißt ja nichts. Und die können ja jeden Tag. Das ist ja seine Hälfte noch von heute Morgen, ne? Mach Kaki. Den kannst du selber essen, sagt er. Wenn, dann will er was Geiles. Na, erzähl, wie war es in der großen, weiten Welt? Ja, ich wollte eigentlich nur Kaffee holen, kleine Packung. Eine kleine Packung, was ist daraus geworden? Da die große nur 1 Euro teurer war. Happy mit Palazzo? Ja, das ist lecker. Ich habe letztes Mal eine Packung mitgenommen, das war echt gut. Von Action, ne? Von Action. Weil wir in der Metro den Aro, der dir am besten schmeckt, vergessen haben. Ja, aber der schmeckt ja genauso gut, finde ich jetzt. Ich fand den auch lecker. Jetzt haben wir 9 Packungen, ne? Ja. Und eine habe ich mal mitgenommen. Im Dark. Dark World. Für den 5er? Ja. Ich denke, für 5er kriegen wir nur 10 billigen Kaffee. Klein. Hast du auch Hunger? Ich hab Hunger. Und was essen? Ach, ich habe hier wieder Dings gemacht. Veganes Mett. Wolltest du damit? Wollte ich nicht? Doch, hä? Calvino habe ich gefragt und er hat gesagt, ja, gerne. Ja. Packt die hier rein, oder? Dann sind die nicht verpackt? Ich traue dem Braten nicht, bevor die hinterher nicht schmeckt. Hm. Haben wir aber noch Tüten. Wollten den Vlog nur noch beenden. Ich habe jetzt seit. Wann haben wir gegessen? Wann habe ich den Germknödel gegessen? Um 8. Ja, dann habe ich jetzt seit 1,5 Stunden unregelmäßige, leicht Mittelwehen. Keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt schlafen, falls da was kommt heute Nacht, dass ich Kraft habe. Ne? Mhm. Mhm. Ja gut, dann melden wir uns einfach morgen wieder in alter Frische. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.